Also ich kann auch bloß das nur befürworten, was du gerade eigentlich zusammengefasst hast. Erste Halbzeit machen wir es wirklich richtig gut, haben drei sehr, sehr gute Chancen. Ich würde sagen, zwei hundertprozentige Chancen, die machen wir leider nicht. Und dann aus dem Nix, wie du schon sagst, bekommen wir dann das 1-0 oder das 0-1, was natürlich richtig wehgetan hat. Das Gute ist, wir haben nicht aufgesteckt, haben weitergemacht, haben an unserem Plan festgehalten, der, finde ich, gut aufgegangen ist, über 90 Minuten. Zweite Halbzeit, dann war es ein bisschen zerfahrenes Spiel, war ein bisschen ein Hin und Her, ein bisschen ein Geplänkel, sag ich mal. Von beiden Seiten jetzt nicht mehr so die zwingenden Chancen. Und wir haben dann halt die größte Chance mit dem Elfmeter natürlich, da den Ausgleich zu machen. Wir haben dann noch einen Lattenschuss auch noch, wo wir fünf Meter vom Tor in die Latte schießen. Ich sag mal, im Endeffekt wäre Punkt mindestens drin gewesen. Ich sag sogar, wenn du halt Chancen machst, gewinnst du es wahrscheinlich auch. Aber ja, so ist leider Gottes. Ne? Wenn du halt vorne stehst, hast du einfach das Glück. Und wenn du halt hinten drin bist, dann ist es halt schwierig da. Wenn dann hadert man selber, dann macht man den Elfmeter nicht, macht man die Chancen nicht. Ja, also ich kann der Mannschaft auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Die haben über 90 Minuten alles gegeben. Wir haben super Torchancen gehabt. Also ich finde, wenn du gegen Tabellenersten 4-5 Torchancen hast und zugelassen haben wir vielleicht 1-2-3, was ganz normal ist gegen eine so starke Offensive. Ich denke, wir haben wenig falsch gemacht, aber halt leider Gottes ein Tor zu wenig. Echt kurz eigentlich zusammengefasst, wir haben das Spiel in Auerbach, seit mein erstes, glaube ich, überhaupt gewonnen. Aber wie immer, wenn wir hier sind, geht es rund, ja, bis zum Ende. Heute waren wir wirklich der glückliche Sieger, muss man wirklich sagen. Erste Halbzeit hat Auerbach gute Möglichkeiten, wir kommen ganz schlecht ins Spiel. Auerbach muss eigentlich 1, vielleicht 2-0 sogar in Führung gehen. Unser Tor, dann 5 Minuten vor der Halbzeit, kommt aus dem Nichts, ja, war schon echt... mehr als glücklich, auch wenn es gut rausspielt war am Ende das Tor, aber das war unsere einzige Aktion im Endeffekt, mehr oder weniger. Zweite Halbzeit, haben wir da eine gute Phase mal drin gehabt, wo wir einfach das 2-0 machen müssen auch, ja. Dann sind wir wie so oft nochmal unter Druck geraten und ja, können es heute auch über das ganze Spiel hinweg, sowohl erste als auch zweite Halbzeit dann nicht nur durch den gehaltenen Elfmeter und den Nachschuss, sondern auch was Pauci heute an Flanken runtergeholt hat. Und im 1 gegen 1, da war, also können wir uns heute bei unserem Torwart bedanken, dass wir spielen konnten.